So, Dead Space geht weiter. Also. Wieder zurück ins Geschehen. Zurück, ne? So. Wo seid ihr? Wo ihr denn da rumhängt? Ich helf dir mal. Was denn da? Nix. Auf nichts. Aufgabe erfüllt. Isaac, wir sind hier drüben. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Ein Nerd. War klar. Scheiße. Oh oh. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Ja, genau. Richtig. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Stross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie den Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekappt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, bis Sie entkommen. Leben Sie Dreckiges wohl. Schwein. Heilige Scheiße! Isaac! Es kommt zu Ihnen! Wow! Ich hab doch Stase eingesetzt. Oh shit, ich muss weg. Nicht gut, nicht gut. Ah! Pennergesicht. Eieiei. Da. Ja, hier unten habe ich ein dickes Problem. Was klopft hier? Ja! Wow. Panik. Ich sehe ihn halt nicht. Ja. Ich glaube, mit der Waffe ist mir gegen den Klops nicht geholfen. Ich weiß auch nicht, wie ich. Boah, ich übersteuere gerade. Ich weiß auch nicht, wie ich den Typen aufhalten kann. Beziehungsweise ich brauche ein Kino für Schnellstase. Also dass ich meine Stase schnell aufladen kann. Warte mal. Das muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Es tut mir leid. Entschuldigung. So. Erste-Hilfe-Paket, schnell ist. Schnell Stase ist auf C. Was? Schnell das Inventar, ja, okay. Aber Stase machst du auch auf C oder kann ich dir durch auch aufladen? Durch auch aufladen. Gucken wir mal. Gut. So, wo ist denn der Dicke? Da ist er. Wo ist Klopsi? Da ist Klopsi. Ich hab grad andere Probleme. Ja, ich auch. Wir haben noch einen Schuss. Oh Gott. Das weiß ich nicht. Ah! Hilfe! Klotz! Wow! Ja. Hab ich noch. Ich hab zwei Stase-Packs gehabt, genau.
Oh shit. Ich muss weg. Und Stasepack, perfekt. Ich muss erstmal wegrennen von dem. Also die oben können nicht sterben. Sag ich schon mal so als kleine Info. Den geht's darum besser als mir hier unten. Boah, ich bin in der Ecke. Nein, nein, nein. Yes. Fetter, glaubst du? Ah, ekelhafter. Ich glaube, das waren erstmal alle. Gut, gut, gut. Warum hat Tideman den Strom abgeschaltet? Was haben sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Tideman hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Straws einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören. Und Straws muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden, ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche, sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Straws im Auge. Gut, Aufgabe hinzugefügt. So, wir brauchen Strom, das ist unsere nächste Aufgabe. Ohne Strom läuft hier nichts. Wie wir schon sehen, es ist scheiße dunkel. Na gut, aber es ist ein Dead Space meistens. Ich gucke, ob ich nicht noch irgendwas hier habe, was ich mitnehmen kann. In einer Ecke vielleicht irgendwas liegt. Da habe ich eben so ein Stase-Teil gesehen, ne? So ein großes, womit ich den Stun hätte können, aber ich habe das in der Panik nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe soweit alles mitgenommen. Ich habe ja noch einiges gerade für den Kampf gebraucht. Gut. Da muss ich lang, die Tür geht noch auf. Liegt da noch was? Das ist aber, glaube ich, so ein Stab. Ja, es ist ein Stab. Eins Stab. Kiste! Gib. Geil. So, das auch. Nachladen. So, damit ist der Plasma-Cutter wieder voll. Da ist eine Kiste, an die ich nicht rankomme. Scheiße. Hinter der Wand. Warum? Das ist gemein. Ja. Toll. Aber, ah, so kann ich es. Okay. Wo ist denn das, was da drin ist? Ja, geil. Schön. Okay, haben wir wieder ein bisschen Muni. Das ist sehr, sehr gut. Geht das kaputt? Ja. Detonator-Bombe. Gut. Hier wieder, kennt ihr ja noch, ne? Die Viecher, ey, die sind so ekelhaft. Wie hab ich den Dead Space 1 gehasst? Wow. Das hat mich gerade erschreckt. Weil dieses Ding hier, das da hing. Alter, Pennergesicht. Ich dich hasse. Wo ist die Werkbank? Ich muss noch meine Energieknoten einsetzen. Ich laufe hier rum wie der letzte Mensch. Ich muss mich noch mal ein bisschen aufwerten. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Kapitel 7. Das Kapitel jetzt. Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche drei Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Warum kann das nicht Ellie sagen? Sie sagt es uns. Das verstehe ich halt auch nicht.
schießen. Oh, oh. War doch was. Hände im Gesicht. Fazi. Ruhe. Ich will doch nur zur Werkbank, Mann. Ich will doch nur zur Werkbank. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, anscheinend. Wähle ein Objekt und drücke R, um einen elektronischen Knoten zu entfernen und erneut zu nutzen. Kostet 5000 Credits. Ja, das ist auch neu in Dead Space 2. Wir können Knoten quasi, die wir rein investiert haben, in etwas wieder rausnehmen. Das heißt also, ich kann auch sagen, ich will die Knoten nicht mehr in der Rick haben, sondern, keine Ahnung, im Stase zum Beispiel. Habe ich aber bisher in Dead Space 2 nie in Anspruch genommen, weil ich sehe das gar nicht ein. So, ich würde gerne einen Knoten schon hier in die Rick investieren und dann auch noch einen in den Plasma-Kapper. Ich würde gerne mehr Schaden haben, aber dazu. Ja. Kapazität kann ich erhöhen. Oder das Tempo. So, Kapazität erhöht, das heißt, ich habe mehr drin und dadurch auch mehr Spaß. So. 14 Schuss habe ich jetzt. Fantastisch. Umso mehr Schuss, desto besser. Weil. Das soll ich auf jeden Fall brauchen. Flammenwerfer, so. Inventar. Ich habe hier einen Halbleiter, der 10.000 gibt. Den verkaufen wir. Dann habe ich noch den anderen Halbleiter für 3000. Yep. Die Bombe verkaufe ich auch mal. Ein Detonator. So, hier habe ich noch Sicherheitsprojektile. Das ist super. Okay. Das ist auch soweit richtig. So, kaufen würde ich gerne. Anzug? Nee. Lass mal Energie. Ich frage mich gerade, ob ich nochmal eine andere Waffe nehmen soll. Ob ich vielleicht mir den Ripper hole. Ich glaube, der Ripper könnte hier echt gute Dienste leisten. Die Strahlkanone habe ich ja schon. Aber. Naja, naja. Der Detonator ist natürlich auch eine geile Waffe, aber im Prinzip. Hat er halt wenig Munition, macht halt viel Schaden, aber ich habe. Also, in der Regel braucht man den Detonator eigentlich nicht. Es geht auch ohne, aber. Was ich noch gerne hätte, wäre hier die Laserkanone, aber die habe ich noch nicht. Ich habe das Schema noch nicht freigeschaltet für die Laserkanone. Ich habe zwar hier so eine Laserkanone Hochleistung, aber die ist. Das mit den Zeichen ist halt das. Ja. Das ist ein Mod quasi für die Laserkanone an sich, weil das, deswegen kostet die nichts. Hier haben wir den Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob ich mir noch einen Energieknoten kaufen soll, aber ich brauche auch Geld fürs nächste Upgrade. Nee, ich glaube, ich lasse das erstmal. Erstmal ein bisschen Plasma-Energie gekauft, das sollte erstmal reichen für den Anfang. So, speichern werde ich auf jeden Fall auch nochmal. So, neues Kapitel, machen wir noch ein Save-State. Zack. Gut. Gut, gut, gut. Alles klar. Hörst du auf damit? Das ist frech. Ja, runter. Klappt wieder irgendwas rum. Der Dockingpod befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Ist das so? Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingpod, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Ja, jetzt kommt ein Highlight in Dead Space. Wir gehen raus ins All. Schießen Sie auf die rote Spritze, um das Objekt zu bewegen. So. Wie war das nochmal? Die Schwerkraft? Nee, so nicht. Was mit Shift? Ne, mit Shift renne ich ja, mit Steuerung was, ne? Habe ich nicht Schwerkraft? Gravitation? Ah, ich und. Ups. Ich und Steuerung, ne? Ich bin so vergesslich. Halt.
Schubdüsen dran, ne? Boom. So, schauen wir doch mal, was hier los ist. Das ist eine Kiste. Mit Munition. Da ist auch noch Munition. So. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Was macht Ross? Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Schalt hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nicht. Gehen Sie einfach weiter. Habt ihr das gehört? Da war was. Hier ist etwas. Hm, da kommen sie schon. Ich bin bereit für euch, Pisser. Kommt. Ich will nicht kommen, ne? Doch, da. Wie sie abbauen! Na komm, traust dich nicht. Komm! Was? Zeig dich, komm! Na, Pissgesicht. Ah, ihr hässlichen. Aufzug! Los! Oh, bitte! Ein ziemlich großer Aufzug. Viel Platz für genug Personen. Das ist das, was mir so ein bisschen bange macht. Wow. Guckt's euch an. Ist das nicht geil? Jeder. Saturn. Fantastisches Bild. Hoch ins All. Der Aufzug ins All. Du schon wieder. Mann, ich hab keine. Scheißdreck. Hab ihn doch. Viele von denen. Keine Stase mehr. Wow, ich hab keine Stase mehr. Nein, jetzt muss ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Fick dich. Alter Schwede. Ist das knapp hier? Hab ich Sauerstoff? Nein, hab ich nicht. Das ist schlecht. Ich muss hier raus. Endlich. Oh Gott, ich hab gedacht, mir geht noch der Sauerstoff raus. Shit, Alter. Diese Stase-Dinger stehen hier wieder rum. Das heißt nichts Gutes. Was? Was setzen die Chinesen an Kanister zu bewegen? Achso, diese Dinger hier. Die Sprengkanister. Jo. Danke. Okay. Wow. Warte mal, warte mal. So. Nicht getroffen?
hier, aber. Yes. Oh, Chinese endlich. Strahlmunition. Erstmal. Munition, Munition, Munition und Geld. Nice. Nachladen. Alles nachladen erstmal, bevor ich da wieder stehe und nachladen muss, mitten im Kampf. So wie eben. Das war scheiße. Wow. Alter. Triff doch. Geht er nicht kaputt? Na geht doch. Widerstandsfähige Dinger, Alter. Ich muss hier lang, aber hier ist noch was. Ich höre noch was. Wow. Wo? Schieß das mal wieder raus. Ah, da. Und da auch. Der ist wichtig, den behalte ich. Was habe ich? Energie. Irgendwas. Obwohl, ich kann das Ding nicht mitnehmen. Ich schmeiß es mal weg. Bis ich mit dem Ding weitergelaufen bin, vergehen Stunden. Oh nein, oh nein. Was? Wow. Was du nicht sagst. Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Wachmann Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein. Ja. Das wird er wohl. Aber ich glaube, er kommt nicht alleine. Ich habe ein paar Freunde mit. Da muss ich lang, aber ich will nochmal gucken, was hier ist. Da ist noch was. Textlog. Persönliches Log. Howard Phillips. Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte heim. Anti behauptet, sie hätten keine Antwort auf meinen vorgesetzten Gesuch erhalten. Dabei war es schon das fünfte. Fünf Gesuche und nicht eine Antwort? Wie kann das sein? Kommen sie überhaupt an? Liest sie überhaupt jemand? Ich gebe es nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fing langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Anti behauptet, meine Warenforderung autorisiert zu haben. Sie sollte heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nicht glauben. Ich bitte schon so lange darum, ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Zeit wird's zeigen, heute Nacht wird's sich zeigen. Danach wird's zeigen. Letzte Hoffnung, einfach nur weg. Einfach nur weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ganze Zeit irgendwas atmen zu hören. Da ist der Vogel. Und tschüss. Was habe ich getan? So offenes. Da ist was. Wieder so ein Ding. Das hätte man tot sein können. Ich werde gleich speichern und die Aufnahme beenden, aber ich will hier noch rein. Hier ist nichts. Gott sei Dank. Einen Energieknoten sogar habe ich. Nice. So, im Shop die Schimmer abgeben. Ach ne, die Energieknoten habe ich gekriegt. Yes. Hab ich irgendwas zu verkaufen vielleicht? Munition, von der ich nichts habe. Hier zum Beispiel. Suchergewehr. Plasma-Cutter. Könnte ich mir denn rein theoretisch noch irgendwas kaufen? Also ich kann mir was kaufen, frag mich nur was. Ich habe Munition 12, 8, 15 davon. Das Problem mit der Strahlkanone ist, dafür findet man halt sehr wenig Munition. Beziehungsweise auf schwer weniger Munition als sonst. Die Energiekanone ist ja was anderes als das Impulsgewehr. Laserkanone mache ich ja hier. Energiekanone. Ist ja so eine Stase-Kanone, oder?
Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber ich spare mir noch ein bisschen Geld, weil ich spare mir ja noch auf das nächste Anzug-Upgrade. Das muss ja eigentlich auch bald kommen. Beziehungsweise ich muss das Schema bald finden eigentlich. Gut. Dann speichern wir jetzt erstmal. Da, da, da. Bitte treten Sie ja. von der Tür zurück. Okay. Das ist ein fehlerhaftes Bild. Okay, damit würde ich sagen, was ist erstmal für die Folge Dead Space? Wir nähern uns langsam in Schritten, schon so über die Hälfte des Spiels sind wir jetzt auf jeden Fall schon. Kann ich schon mal prognostizieren. Also, wir sind ja immer noch auf der Titanstation, dieses riesige Ding, das um den Saturn kreist. Aber es würden sich noch einige Hintergründe auftun, von denen ich jetzt noch leider nichts erzählen will, beziehungsweise darf. Ich möchte ja keine Spoiler loslassen von dem Spiel, die es noch nicht kennen. Aber es wird noch sehr krass actionreich und unglaubliches Mindblowing. Aber das erfahren wir dann, wenn ihr weiter dabei seid bei Dead Space 2. Ich würde mich gerne über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr das gerne kommentieren. Wenn ihr Dead Space 2 noch nicht kennt, könnt ihr es mir gerne schreiben. Falls ihr Spaß am Spiel habt, gerne auch. Falls nicht, könnt ihr es mir auch gerne schreiben. Das obliegt euch. Und wir sehen uns wieder bei Dead Space 2.